Hallo und willkommen zurück zu Skyrim. Ich hatte ja gesagt, ich hatte euch ja angedroht, ich nehme wieder auf. Und wie man sieht, war ich fleißig. Ich habe nochmal geschmiedet. Ich habe tatsächlich, ich war so bekloppt, alles zurückgesetzt, wie in der letzten eher chaotisch gelaufenen Aufnahme. Ich kann euch das ja mal zeigen. Das hat zur Folge, dass wir schon Stufe 39 sind. Also wir sind von meinem Level 55 Ziel nicht so weit weg. Und naja, ich bin wieder Schmieden Level 100. Ich habe mich hingestellt, klöppel, klöppel, klöppel. Das hat eine Weile gedauert, wie ihr euch vorstellen könnt. Und ja, ich sehe hier gerade, ich mache das jetzt nur mal probehalber fürs Let's Play. Ich lade dann gleich wieder rein, weil noch mal tue ich mir das erstmal noch nicht an. Ich könnte jetzt noch mal Leertaste drücken, also Space, für nochmal legendär, obwohl es schon legendär ist. Ich weiß nicht, ob da noch ein zweites Symbol dann erscheint. Level 15, weil wir können dann ja nochmal von vorne leveln, können die Punkte woanders reinstecken und kriegen ja wieder Level. Nur mal testen. Ja, will ich wirklich haben. Ach, guck mal, steht ein 2 dran. Okay. Gut. Nein, bitte nicht. Nein. Lassen wir das erstmal. Irgendwann mal, vielleicht. Gegebenenfalls. So. Kurze Kontrolle. Gut. Erstmal nicht. Taschen sind leer. So im Sinne, wie es leer sein kann. Und mal gucken. Ein paar Stunden haben wir. Die möchte ich gerne nutzen. Und bevor ich jetzt angefangen habe aufzunehmen, nämlich während des Schmiedens zwischendurch und Taschen leer machen und hast du nicht gesehen, da kam ein Kurier auf mich zu und hat mir von Calcemo einen Brief gegeben. Den gucken wir uns mal an. Rydos, mir ist zu Ohren gekommen, dass ihr ein Objekt namens Zwergenpfeil... Was? Okay. Zwergenpfeil, das ist ja jetzt... aus der Kriegsjungfer geborgen habt. Ich bin mir nicht sicher, wie solch ein Objekt dort enden konnte, aber ich benötige einen für meine Forschung. Wenn ihr ihn noch besitzt, wäre ich sehr dankbar, wenn ihr es zu mir nach Markarth brächtet. Falls ihr es nicht mehr habt, könnt ihr auch einen anderen besorgen. Ich werde euch großzügig entlohnen. Herzlichst, Calcemo. Nun! Ich meine... Zwergenpfeil, wie ein Zwergenpfeil in die, also ich weiß nicht, ich kann das selber herstellen und fragt man sich. Nehmen wir mal zum Anlass, um mal nach Markarth zu gehen. Mal so die Fürstentümer mal kennenzulernen, mal reinzugucken. Nein, tut mir leid. Nichts. Ja, das war übrigens der Kurier. Markarth ist, nee, nicht da. Da. Ich möchte jetzt ungern rüberlaufen. Das würde jetzt so ein bisschen Folgenmaterial bringen. Ist aber jetzt nicht in meinem Sinne. Oder ist es? Ich überlege gerade. Mein Gold habe ich genug. Die 50 Gold für die Kutschfahrt jucken mich jetzt nicht. Aber so sehen wir was von der Natur, ne? Ich lasse mich garantiert wieder ablenken. Markarth. Karte. Ist schon Ende, ne? Da könnten wir gleich nochmal Rorikstad einzeichnen. Wir reisen mal nach Graumor. Von da aus können wir eigentlich... Hauptsache es kommt kein Boetia-Fuzzi wieder. Oder Schlimmeres. Sind fast Level 40. Haben noch 16 Level. Und dann geht's so richtig storytechnisch los und so. Ich habe mir sogar schon ein klein bisschen was überlegt, was ich mir so
noch in den Folgen bis zu dem Level machen möchte. Jetzt, so, jetzt darfst du tatsächlich mal einen Marker platzieren, danke. Wir machen, doch nochmal ein paar Diebesgilden-Quests, aber es gibt ja so, für die, die es nicht mitbekommen haben, oder nicht anders, das klingt jetzt falsch, als würde ich euch beleidigen, Entschuldigung, das war keine Intention. Also für die Leute, die sich mit Skyrim überhaupt noch nicht beschäftigt haben, ich habe zwar Skyrim schon gespielt, aber noch überwiegend null Hauptquests gemacht. Ich habe irgendwann mal die Diebesgilden-Quest, glaube ich, durchgemacht und einen Teil der Dunklen Bruderschaft. Und dann hört es, glaube ich, auch schon auf. Die komplette Hauptquest... Nö. Ich glaube, habe ich die Gefährten habe ich auch mal und die Magiergilde angefangen? Ich habe keine Ahnung. Es ist zu lange her. Ich merke mir sonst allen Scheiß, aber... Es gibt aber viele Quests in den Gilden, die sind random generiert und die wiederholen sich. Das ist einfach nur einbrechen, was klauen bei der Diebesgilde, Kohle einsammeln. Und sowas würde ich zwischendurch gerne mal machen. So als Abwechslung. So ein bisschen erkunden quasi. Ich laufe jetzt mal hier rum. Achso, ich habe übrigens, wie ihr seht, ja eine Drachenrüstung an. Damit wir beides leveln, sag ich mal, habe ich das relativ clever in Anführungszeichen gestrickt. Ich trage leichte Klamotte bis auf den Brustpanzer, der ist schwere Rüstung. Dann sind wir ein bisschen besser geschützt. Und gut, wir müssen beim Schleichen ein bisschen aufpassen, aber sei es drum. Und wir leveln halt beides, weil es gibt mehr als eine Möglichkeit hier zu leveln. In Morrowind hatte ich das relativ clever angestellt, das geht hier leider nicht mehr. Man konnte in Morrowind selber Begleiter, also beschwören kann man hier auch noch. Also wenn man Beschwörung hat, kann man so einen Daedra-Prinzen, irgendein Viech sich zu seiner Seite rufen, das kämpft für einen. In Morrowind war es tatsächlich so. Och, scheiße. Ernsthaft. Moment. Können wir gleich mal die neue Rüstung testen. Ich quatsche nebenbei noch ein bisschen munter weiter. Hab ich noch einen? Ich habe einen Ebenerzpfeil. Ja, läuft doch. Hab ich gesehen? Ja und nein wahrscheinlich. Mit was prügelt er sich denn da schon wieder? Ich glaube, ich habe nicht getroffen. So wie es aussieht, ist hier ein Mammutfriedhof und er könnte sich mit Mammut prügeln. Wir kümmern uns mal kurz um den Drachen und ich hoffe mal, ich habe bis dahin nicht vergessen, was ich wollte. Ja, der Drache prügelt sich mit einem Riesen. Da könnten wir Glück haben, dass der Drache den Riesen... Nee, andersrum, dass der Riese den Drachen zu Klump kloppt. Und wir einfach mal einen Drachen einsammeln können. Also was der so bei sich hat. Ich gebe mal mir Mühe, nebenbei nochmal mitten drauf zu klappen. Ich glaube, er hat mich gesehen. Nee, hat nicht wirklich. Oh, ich glaube, er kloppt den Riesen zu Klump. Kann das sein? Jedenfalls läuft der Riese weg. Alter, Erde bebt, ne? Will er was von mir? Ne, gerade nicht. Blutdrache. Okay, das ist tatsächlich sogar mal noch ein stärkeres Exemplar, als wir sonst so an der Backe haben. Magiker-Regeneration. Brauche ich jetzt wahrscheinlich beim Drachen nicht unbedingt. Aber ich gehe mal davon aus, dass das ein bisschen mehr Schaden macht. Vulkanglas-Pfeile sind besser. Nehmen wir doch mal die. Also, das ist immer so, um halt ein bisschen von dem Zeug einfach loszuwerden. Habe ich noch einen Trank für Zielkunst verstärken? Das ist doch schon mal gut. Für 60 Sekunden 19 und 20. Nehmen wir das. Kommt er jetzt runter oder haut er jetzt ab? Der Riese lebt noch, ne? Ja, der lebt noch. Was war das denn? Ich glaube, ich habe ihm eine verpasst, als er gerade hat sich verschluckt am Pfeil. Geil. Aber ich glaube, jetzt hat er mich auf den Kieker, oder? Mal gucken wir mal. Ja, hat er. Aua. Oh, das hat gesessen. Sag mir nicht, der Riese haut mir jetzt auch eins drauf.
keine Heilung mehr in dem Moment. Frostresistenz. Tschüss. Moment. Heilung. Fuck. Oh, wir sind gleich Level 40, wenn es so weitergeht. Ich glaube, der Riese hat gerade den Drachen tot gemacht, oder? Dann jetzt will er was von mir. Na toll. Danke. Scheiße. Oh, schade. Oh, shit. Gut. Das war eigentlich nicht geplant. Aber was soll's. So, ich schleich mal noch ein Ende. Schade, den Drachen hätte ich jetzt gerne geplündert. Vielleicht ist er noch da und wir probieren es nochmal. So. Ich gehe mal 3 Meter. Wenn nicht, erzähle ich gleich mal das, was ich mit Morrowind und Verzaubern erzählen wollte. Oh, Hilfe! Der Riese war vor allen Dingen auch fast tot. Da ist ein Money. Oh, shit. Naja, ich erzähle euch mal das mit dem Verzaubern. Manni hat mich, glaube ich, gesehen, ne? Ja, Manni sieht mich. Es ist auch helllichter Tag, da bringen aktuell die Schleißskills, auch wenn sie ein bisschen höher sind, bei mir nichts. Also wie gesagt, es gibt mehr als eine Möglichkeit, schwere Rüstungen oder leichte oder... Morrowind sogar noch mittlere Rüstung. Da gab es nämlich ohne mittlere, leichte und schwere Rüstung. Fand ich ganz nett. So mehrere Sachen zum Turnieren. Da ist auch Akrobatik und Athletik noch drin gewesen im Spiel. Das ist dann rausgefallen. Das gibt es leider nicht mehr. Es gab es, glaube ich, schon teilweise haben sie das in Oblivion entschlackt. Schade, aber ist so. Da rennt was weg. Aber ich glaube, den Drachen gibt es jetzt in diesem Zustand nicht. Naja. Gab es so und gibt mehr als eine Möglichkeit, wie gesagt, Rüstung zu turnieren. Eine davon wäre, ganz normal zu spielen. Man kriegt auf die Mütze, wie das eben der Fall war, und dann trainiert man halt Rüstung. Die andere Möglichkeit wäre, man geht zu einem Trainer, bezahlt Geld. Ist in meinem Fall jetzt auch nicht das Problem. Kann man machen. Ich habe ein bisschen was auf Tasche. So 33.000 oder so hatten wir. Das geht. Den teuren Fall möchte ich bitte nicht verschwenden. Was ich in Morrowind allerdings gemacht habe, was in zweierlei Hinsicht ganz interessant war, wie gesagt, was hier nicht mehr funktioniert, meines Wissens nach, ist, ich habe mir eine Rüstung gebastelt, habe Verzauberung sehr hoch gehabt und man kann dauerhafte Verzauberungen in dem Spielstand machen. Das geht hier auch, bloß in anderer Art und Weise. Ich kann zum Beispiel hier meines Wissens nach nicht auf einen Rüstungsgegenstand einen Dremora-Fürsten drauflegen als Beschwörung. Das ging in Morrowind tatsächlich. Das heißt, ich hatte mit einer sehr guten Verzauberung mir einfach auf jedes Rüstungsteil, was ich hatte, zwar auch nicht limitiert, also wie hier habe ich 2 Teile wie Brustpanzer und Kopf oder Handschuhe und kann da nur Alchemie verstärken oder sowas draufpacken. Das konnte ich in Morrowind auf alle Teile, die ich habe. Da konnte ich auch mehr anziehen. Da konnte ich mir eine Hose und ein Hemd anziehen, konnte mir Rüstung drüber anziehen, konnte mir eine Robe drüber anziehen, mehrere Ringe, Amulett und dann... Es war ziemlich geil. Das finde ich schade. Das hat bei Oblivion schon gefehlt. Dass diese... Zum einen diese Klamottenvielfalt, die man mehrfach drüber ziehen konnte. Auch wenn es ein bisschen geklippt hat manchmal, das war egal, aber... Was wollte ich denn jetzt? Achso, ich wollte andere Pfeile nehmen, genau. Oder halt dann auch diese Möglichkeit der starken Verzauberung, wo man... Ja, man kann hier auch übertreiben, das werde ich dann auch noch tun. Oh, das war... Na, egal.
Das machen wir dann aber zu einem anderen Zeitpunkt, weil man kann mit Alchemie und mit Verzauberung auch ganz schön was anstellen hier. Das habe ich gesehen und auch ausprobiert. In einem anderen Spielstand. Aber in Morrowind konnte man das ganz schön ins Extreme treiben teilweise. Das geht hier, wie gesagt, auch, aber anders. Arsch. Auf den Arsch. Einmal ein Piercing. Zack, und noch ein Piercing. Schleichen und Schießkunst, sehr schön. Naja, und lange Rede, kurzer Unsinn. Ich habe einfach mir halt den Faktor zunutze gemacht, dass ich mir die Rüstung angezogen habe. Sofern die angezogen war, hatte ich, ja, ich glaube bei 6 Rüstungsteilen oder so, halt 6 Tremoras, die neben mir rumstanden. Und die sind mit mir mitgelaufen. Das heißt, wenn mir was wollte, gab es erstmal aufs Maul. Das war ziemlich gut, zu meinem Schutz. Andererseits war es aber auch so, dass ich mich hingestellt habe, mit schwerer Rüstung, dädrischer, da wo es drauf lag, und habe dem Tremora, der vor mir stand, dem ersten einfach 1, 2, 3 Mal ins Gesicht geboxt. Dem wurde das dann irgendwann zu blöd und er hat natürlich zurückgehauen. In dem Moment, die anderen haben sich gruppenmäßig zusammengetan und haben mich verprügelt. In dem Moment denkt ihr jetzt erstmal, ist er doof? Nee, bin ich nicht. Weil das hat meine schwere Rüstung trainiert, ohne dass ich mir einen Gegner suchen musste. Und ich habe natürlich auch einen Blick auf mein Leben gehabt. Und in dem Moment habe ich einfach kurz Menü aufgemacht, habe die Rüstungsteile ausgezogen. Die beschworenen Dremora waren weg. Ich habe meine Rüstung repariert, weil da gab es tatsächlich noch Haltbarkeit. Wollte ich denn hin? Da hinten. Nebst, ich wollte mal Zeug plündern. Und also ich habe dann Schmieden trainiert und ich habe tatsächlich auch halt meine Rüstung trainiert in dem Moment, ne? Auf eine relativ einfache Art und Weise. Wie gesagt, das funktioniert so meines Wissens nach nicht mehr. Aber man findet natürlich andere Mittel und Wege. Wie gesagt, und man macht hier mit Diebeshandwerk, mit Schmieden und Verzauberung und Tränken. Man macht so viel Geld, man kann hier einfach, wenn man. Mir fehlt leider immer noch die Seelenfalle. Man kann mit Verkaufen von Seelensteinen ziemlich viel Geld machen, auch mitunter. Also Geld ist in dem Spiel tatsächlich keine Mangelware. Wenn man dann irgendwann Schlager, Schlafbaum. Muss ich mir das aufschreiben? Ich mach das mal. Geld ist dann wirklich nicht so das Problem. Eigentlich in kaum Rollenspielen. Zum Anfang immer manchmal ein bisschen. Aber ab einem gewissen Punkt. Money und. Da ist so ein. Ja, wahrscheinlich wegen dem Baum hier, ne? Das hat vielleicht später noch irgendeine Bewandtnis. Gib mir mal dran vorbei. Wir wollen die Herren und Damen dort nicht stören. Ich dachte gerade, was ist das? Aber das ist hier nur. Ja. Das ist nur Buschanei gewesen. Pack mal den Bogen weg, weil da sind wir ein klein bisschen schneller. Ich gebe auch die Außenperspektive. Spielt so eigentlich ganz gerne, aber für den Kampf macht sich dann doch besser, wenn man in eine andere Perspektive geht. Jo. Was wollte ich sagen? Achso, Kohle. Ja, wie gesagt, in den meisten Rollenspielen ist Kohle echt am Anfang ein Problem, aber dann ab einem gewissen Punkt. Ich meine, wer Diablo spielt, weiß, wovon ich rede. Ich habe jetzt ewig kein Diablo 3 mehr gespielt, aber ich hab so viel Geld in dem Spiel. Auch wenn, ich sag mal, Edelsteine schleifen und so ein bisschen Kohle kostet, aber ich habe von allem, was ich brauche, genug. Und ich habe mehrere Millionen auf dem Konto, sozusagen. Das würde ich gerne, selbst bei einem schlechten Kurs, auf mein echtes Konto schieben lassen, dann hätte ich ausgesorgt. Also, das ist jetzt nicht so das Problem. Ja. Dip. Schmetterlinge überall. Wir haben sogar Weg. Kräuter mitsammeln, weil Alchemie muss ich auch noch pushen. Zauberung.
kann den Schmetterling nicht mitnehmen, verdammt. Das mit dem Legendär wurde, glaube ich, mit der 1.7 Schieß mich tot eingeführt. Ich habe mir jetzt nicht belesen, aber ich habe gerade überlegt, wie das zusammenhängt. Ihr könnt mich da gerne korrigieren, wenn ich hier falsch bin, aber es bringt uns eigentlich nur den Vorteil, dass wir nochmal leveln können und den Level vorantreiben. Es ist nämlich so gewesen, dass es vorher ein Level-Cap gab. Ich glaube, es war 70, wenn ich mich nicht täusche. Irgendwas in der Richtung. Und weiter kam man nicht. Man musste sich in diesem Moment tatsächlich mal spezialisieren in Skyrim. Was ist das? Ach, ist Schlammkrabbe. Mehr als eine. Moment. Bam. Nummer 1. Entdeckt. Wahrscheinlich von der Krabbe 2 da. Ach, daneben. Verdammt. Manchmal spinnt die Perspektive. So zum Beispiel. Bleib doch mal stehen, Kollege. Willst du den Berg hoch oder was? Ja, er versucht's. Schafft's anscheinend auch. So. Meine Fresse. Wegen so einer blöden Krabbe. Wo wollte ich denn jetzt noch? Da ist noch eine. Zack, weg. Ist die echt? Oder ist das da? Ah. So, weg. Da ist noch eine. Ich meine das Ding da. Die ist anscheinend unecht, ne? Alter. Das wär's ja noch. Boah. Was für ein Geschoss. Oh, mein Pfeil. Der wertvolle, einzigartige Zwergenpfeil. Dema-Pfeil. Sucht sich aus, ob nur Deutsch oder Englisch. Oh.